Heute teilen wir mit euch unsere Erfahrungswerte, unsere ersten Erfahrungswerte bezüglich unserer Tiny House Heizung. Das heißt, wir werden in dem heutigen Video nochmal kurz zusammenfassen, welche Heizung haben wir überhaupt fürs Tiny House gewählt, wie viele Kreisläufe hat die, wie haben wir sie überhaupt richtig eingestellt, wie ist die Wärmeverteilung in den einzelnen Räumen und natürlich unsere erste Erfahrung und unser erstes Feedback. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben ja vor rund 3 Monaten unsere Heizung das erste Mal in Betrieb nehmen können. Wir haben hier 3 Kreisläufe gewählt. Also einmal haben wir die Fußbodenheizung, dann haben wir die Konvektoren, die hier ganz normal angesteuert werden und natürlich die Aufbereitung des Warmwassers. Wir haben uns deshalb für ein wassergefiltertes System entschieden, weil wir da die Möglichkeit hatten, einmal über Strom oder auch über Gas zu heizen, aber auch die Wärme sehr angenehm fanden und wir wollten das irgendwie auch mit einer Fußbodenheizung kombinieren, weil wir eben da angesetzt haben, wo die meiste Kälte bei uns zumindest und bei den meisten Tiny-Häusern, die wir jetzt so kennengelernt haben, eben nun mal entsteht, nämlich am Fußboden. Da wir jetzt diesen Fußbodenaufbau gewählt haben und uns natürlich auch einige Kilos hier eingebaut haben, sind wir trotzdem froh über diese Entscheidung. Wir würden das immer wieder so machen. Wir haben hier auf jeden Fall den Hauptkessel für diejenigen von euch, die den noch nicht gesehen haben oder zum ersten Mal einschalten. Das ist er, das ist die Alde 3020, Kompakt 3020 und hier oben ist auch schon die Fußbodenheizung. Da wir ein Einrohrsystem haben, kann ich hier oben auch den Durchfluss regeln. Hier unten haben wir auch nochmal eine separate Pumpe, auch hier können wir den Druck auch nochmal einzeln einstellen. Wir haben hier noch die Alde Flow, das ist ein Vorkessel. Und somit ist eben gewährleistet, dass wir immer fließend warmes Wasser haben, gerade auch für die Dusche. Da geht es also um das Thema warmes Frischwasser. Über den Einbau selbst oder weitere Funktionen haben wir auch noch separate Videos gedreht, die können wir euch gerne noch verlinken oder unten in die Infobox packen. Das hier ist unser Control-Panel. Wir haben, wie gesagt, wir nutzen die Heizung seit rund 3 Monaten und immer wenn wir reinkommen ins Haus, prüfen wir erstmal, wie die Temperatur ist. Die steht hier. Wir haben die Fußbodenheizung jetzt immer aktiviert oder immer hinzugeschaltet. Das hat den Grund, dass die Wärme, und ich zeige euch das mal hier, hier ist so ein Zahnrädchen, Einstellungsrädchen und dann kannst du hier auf die zweite Seite gehen und das ist die Fußbodenheizung, die man aktivieren kann. Und ob sie wirklich aktiv ist, sieht man bei A, also aktivierte Funktionen sind das. Und hier sieht man dann auch, dass die Fußbodenheizung aktiviert wurde. Also sie läuft permanent mit. Wir haben über Strom eigentlich 3 kW, über die wir laufen können. Also soll es wirklich mal kalt werden draußen. Wir laufen aber seit Monaten über 1 kW. Das reicht für diesen Raum hier. Theoretisch haben wir ausgerechnet, dass wir da 3 kW brauchen an Leistung. Wir laufen ja immer noch nicht über Gas, weil wir immer noch den Gasleck hatten bis vorgestern. Also gestern oder vorgestern kam unser Handwerker und guter Freund nochmal vorbei. Der hat uns da nochmal geholfen und hat unseren Gasleck beseitigt. Aber wir laufen nach wie vor über Strom. 1 Kilowatt, das reicht. Hier unten ist noch dieses Flämmchen. Also sollten wir uns dafür entscheiden, dann doch noch mit Gas über Gas zu laufen. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann versucht er eben Gas von vorne von der Deichsel zu ziehen. Das sind ja unsere 2 Gasflaschen. Die wir jetzt aber gerade nicht aufgedreht haben und dann leuchtet dieses Lämpchen grün auf und dann heizt das System über Gas. Und dieser Duschkopf hier, der symbolisiert unser warmes Wasser und da wir jetzt noch kein Wasser im System haben, haben wir das jetzt noch deaktiviert. Wir können hier aber auch sagen, heizt uns bitte das Wasser nochmal ordentlich vor. Das sind so die wichtigsten Knöpfe, die wir hier drücken bzw. touchen. Zurück im Wohnzimmer. Ihr seht, hier hat sich noch mal ein bisschen was verändert, wenn ihr uns schon länger folgt. Und zwar hatte bei uns bisher noch der Grill hier oben gefehlt. Und wir konnten noch nicht so richtig einschätzen, wie die warme Luft dann nach außen strömt, wenn denn die Heizung läuft. Denn es ist grundsätzlich so, man kann das auch in Möbeln verbauen, ganz klassischerweise auch in Sofas. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man diese Heizkörperkonvektoren auch integrieren kann. Wir hatten ja mit der Stichsäge hier unten für kleine Öffnungen gesorgt, dass unten die Luft auch eingezogen werden kann. Und hier oben sollten ja wenigstens 50% geöffnet sein, um so einen kleinen Kamineffekt auch zu erzeugen, damit die warme Luft dann auch von den Konvektoren in den Raum gepustet wird. Und erst jetzt, seit wir ja vom wenigen Wochen haben wir die Grills oben auch draufgesetzt, ist auch noch nicht fertig, da kommt noch ein Dekor drauf, also optisch verändert sich noch was. Aber es ist tatsächlich auch merklich, wenn die Konvektoren laufen, dass hier die warme Luft rauskommt, das ist total angenehm. Die warme Luft verteilt sich tatsächlich auch sehr gut in dem Raum auch und da waren wir etwas unsicher.
auf der Seite, da hatten wir natürlich ein bisschen Sorge, dass die warme Luft unter dem offenliegenden Ständerwerk vielleicht stehen bleiben würde oder ähnliches. Den Eindruck haben wir jetzt aber noch nicht. Es scheint alles ganz gut zu funktionieren. Ich zeige euch noch mal kurz den anderen Konvektor im Minizimmer. Hier im Minizimmer haben wir jetzt auch noch mal einen Konvektor verbaut. Und auch hier sind die Grills oder diese Lüftungsgitter jetzt endlich drauf. Das funktioniert auch ganz gut. Und im Badezimmer haben wir ja einen ganz herkömmlichen Handtuchhalter. Und das Interessante, was jetzt auch, und jetzt kommen wir auch zu den Erfahrungswerten so ein bisschen, war auch herauszufinden, wie ist die Wärmeverteilung in den Räumen. Weil wir nämlich zu Beginn in der Theorie überlegt haben, wie ist der Wärmebedarf, wie groß sind unsere Räume, wie viele Fensterflächen haben wir und welcher Bedarf mit Konvektoren ergibt sich daraus. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinken wir euch gerne nochmal, als es auch um die Heizungsplanung ging. Und es ist total spannend, weil es bisher keinen Raum gibt, in dem wir das Gefühl haben, boah, hier staut sich aber die Hitze, jetzt müssen wir mal schnell das Fenster aufreißen. Also das scheint von den Proportionen ganz gut zu funktionieren bisher. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir in unserem Tiny House eine dezentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut haben. Das heißt, wir haben auch einen permanenten Luftaustausch. Es ist auch eine schöne und auch gemütliche Wärme, die sich irgendwie gleichmäßig im Haus auch verteilt. Vielleicht auch, weil unsere Räume nicht komplett abgedichtet sind, sondern wir haben ja das offene Schlafloft. Also irgendwie haben wir durch unseren Grundriss natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, dass hier die Luft durchs ganze Haus schnell zirkulieren kann. Hier oben im Schlafloft hatten wir ja gar keine Heizung eingebaut. Das macht ja auch Sinn, weil die Wärme immer nach oben steigt. Und auch gerade, wir hatten ja jetzt auch schon die ersten wärmeren Frühlings-/Sommertage. Und man merkt auf jeden Fall, wie sich die Wärme hier oben auch staut. Und auch da ist es eben super, dass wir genau hier die Fenster eingebaut haben, um schnell durchzulüften. Wir werden euch natürlich dann noch erzählen, wie das in der Praxis ist, sobald wir eingezogen sind. Wollen jetzt auch bei der Heizung selbst bleiben, beziehungsweise sind auch fertig für das heutige Video, denn erst wenn wir eingezogen sind, möchten wir für euch mal vielleicht auch über die Temperaturunterschiede über das ganze Jahr verteilt zusammenfassen. Wie sind unsere Erfahrungen? Wie verhält sich die Heizung oder unser Wohngefühl im Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Wie ist unser Bedarf? Wie viel haben wir mit Strom geheizt? Wie viel haben wir mit Gas geheizt? Dass man auch mal finanziell so ein bisschen gucken kann, wie ist da der Verbrauch? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonniert gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch die kommenden Videos nicht verpasst. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Das nächste Mal bügele ich dann wieder meine Klamotten. Wir haben grundsätzlich auch einen konstanten Lust... Wir haben einen Lustaustausch. Oh. Okay. Jetzt haben wir einen Lustaustausch. Heute bin ich dran. Wir haben einen konstanten Wärmeaustausch. Nein. Lustaustausch.